Der 20. Raiffeisen Grand Prix Judendorf-Straßenge, ein UCI 1.2-Klassiker in der Steiermark, ist nicht nur das ÖRV-Bundesliga-Finale, sondern gleichzeitig der letzte heimische Test für die kommende Straßenrad-Weltmeisterschaft. Wie immer hat sich Harry Müller im Vorfeld im Fahrerlager umgehört. Letztes Rennen auch für MyBike Stevens im heurigen Jahr. Wie schaut denn die Zukunft des Vereines aus? Man hört ja, dass der Club aus Niederösterreich ein bisschen kürzer treten wird. Sagen wir so, für nächstes Jahr ist eine riesen Umstrukturierung geplant. Wir werden hauptsächlich die Österreicher ins Augenmerk fassen und junge Österreicher fördern am Weg zur Spitze. Und ja, dazu wird einiges umgeplant innerhalb des Teams und ja, wir sind alle gespannt darauf. Jetzt will man sich aber natürlich einmal heute würdig verabschieden. Was könnte denn drin sein? Ja, für uns ist heute eigentlich alles drin. Wir haben nichts zu verlieren. Bezüglich Cup haben wir eigentlich wenig Ambitionen. Für uns ist heute viel mehr der Tagessieg. Mit dem Andi Beisch sind wir sehr gut vertreten. Und ja, wir werden alles daran setzen, dass wir ihn so gut wie möglich unterstützen. Und vielleicht gelingt uns heute was. Eine Woche vor der Weltmeisterschaft im eigenen Lande, wo Benjamin Bröckic auch im U23-Team gesetzt sein wird, noch ein schweres Rennen hier in Judendorf. Was ist eigentlich so die Aufgabe oder die Intention für heute? Ja, also heute ist ja, glaube ich, 3000 Höhenmeter. Also mit den Höhenmetern ist es auf jeden Fall ein sehr schwieriges Rennen. Und wenn das Renntempo hoch ist, dann ist es auf jeden Fall ein Ausscheidungsrennen. Und ich meine, heute ist auch richtig gut besetzt und ist auf jeden Fall ein Test, damit man selber weiß, wo man jetzt steht, so kurz vor der WM. Und ja, ich bin wirklich top motiviert, jetzt etwas zu zeigen und halt mir selbst, damit einfach die Moral und die Motivation dann passt für die WM. Andreas Reckendorfer kann gut lachen, man macht gute Miene zu diesem Spiel. Sie werden heute das letzte Rennen oder das letzte große Rennen im Dress von Feldbinder Ohio KTM fahren. Was denkt man sich da so einmal in einer ruhigen Minute? Ja, also man denkt an die zwei wunderschönen Jahre zurück, was wir gehabt haben. Man muss einmal auf alle Fälle in Andreas Baumgarten und in Matthias Wienerreuther und viele andere Danke sagen zu den zwei super Jahren und die zwei Jahre, wo wir viele Möglichkeiten gehabt haben. Und ja, die Zukunft wird zeigen, wo wir nächstes Jahr unterkommen, ob wir wo unterkommen, beziehungsweise ob wir ein neues Team finden. Aber wir sind eigentlich fast alle guter Dinge, dass wir nächstes Jahr wo fahren können und ja, alles andere wird sich noch zeigen. Helmut Trettwer, die Mannschaft WSA Bushbikers ist heute ein bisschen dezimiert am Start, könnte man sagen, vom letzten Aufgebot wollen wir überhaupt nicht reden, denn sie sind einer der Aushängeschilder gewesen in den letzten beiden Jahren. Bei diesem schweren Rennen, was kann denn da möglich sein? Ja, es ist richtig und gut festgestellt, dass wir aus dem letzten Loch pfeifen, haben dieses Jahr viele Stürze gehabt und auch jetzt gegen Ende der Saison haben wir, glaube ich, nur 3 oder 4 Ausfälle gehabt, sei es mit Knie oder Schlüsselbein. Bruch. Jetzt haben wir heute sogar die Bahnfahrer reaktivieren müssen, dass wir überhaupt starten können. Nichtsdestotrotz versuchen wir uns natürlich zu zeigen und am Schluss möglichst weit vorne zu landen. Judendorf, ein sehr schweres Rennen aus Ihrer Sicht? Ja, sehr schwer. Also es macht auch neunmal, dieses Jahr müssen wir ja neunmal hoch. Es wird am Schluss immer schwerer. Eigentlich ist es nur ein Hügel, aber wenn man schnell drüber fährt, ja, hoher Hügel, aber er tut halt verdammt weh. Martin Meiler, die Kaffeepause vor dem Rennen, kann man sich noch ein bisschen locker gönnen. Was wird denn auf euch heute warten? Ja, ich denke, wir sind gut drauf. Wir haben mit dem Yannick und mit dem Can mit Sicherheit zwei Leute, die halt, denke ich, ganz vorne mit reinfahren können. Und die werden wir bestmöglich unterstützen. Und dann, was wird dann noch sein? Sie fahren ja die WM nicht? Nein, ich fahre die WM nicht. Da haben wir, denke ich, 6 andere, die da recht schnell fahren können. Und für mich wird dann die Straßensaison erstmal vorbei sein. Ich werde dann ein paar Crossrenner fahren und dann nächstes Jahr. Die Judendorfer sind stolz, dass mit Georg Breidler einer der WM-Starter aus der Elitegruppe hier mitfährt. Sie wissen natürlich, dass alles auf Sie schauen werden. Was denken Sie denn, wie legen Sie das heute an? Ist das für Sie ein Testrennen? Können Sie oder wollen Sie das gewinnen, quasi als Einzelfahrer gewissermaßen? Ja, als Einzelfahrer wird es schwierig, aber ich sehe es wirklich als guten Test für die WM und als optimale Vorbereitung. Und bin gestern am Attersee gefahren, von daher werde ich, glaube ich, in der ersten Stunde ein bisschen schwere Beine haben. Aber es freut mich riesig, endlich einmal bei meinem Heimrennen, kann man fast sagen, am Start zu stehen. Ja.
Sie haben rund um den Attersee eine phänomenale Zeit hingelegt beim Einzelzeitfahren, also die Form stimmt offenbar. Können Sie das heute auch mitnehmen, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwer fallen wird? Ja, also das Gefühl von gestern, das kann ich auf jeden Fall mitnehmen und heute ist natürlich ganz was anderes. Aber wie gesagt, das gute Gefühl von gestern habe ich noch in den Beinen. Unterschiedlich ist die Stimmung. Florian Kirner wird nicht die WM fahren, soll hier noch einmal aufzeigen. Felbermayr hat heuer fast alles gewonnen. Wie stehen denn die Aktien heute? Was glauben Sie? Also die Stimmung ist einmal sehr gut im Team. Also wir haben eigentlich keinen Druck, weil wir haben heuer schon, glaube ich, über 5 Rundfahrten gewonnen haben. Und natürlich wollen wir gewinnen heute. Und, aber ohne Druck wird es am leichten. Und wir hoffen aufs Beste. Und klar, mit dem Rick und mit dem Rabic haben wir gute Karten. Und die anderen Fahrer können nachfahren und mitfahren, glaube ich. 3, 2, 1, ab! Und mit Applaus, meine Damen und Herren, geht die Rennfahrer im Rennen der 20. Jubiläums-Raiffeisen Grand Prix 2018 ist gestartet. Bei spätsommerlichen Temperaturen starteten insgesamt 153 Radprofis aus 8 Nationen, darunter das Nationalteam der USA, ins Rennen. 9 Runden zu je 20,6 Kilometer, also insgesamt 185,4 Kilometer mit stattlichen 3087 Höhenmetern sind zu bewältigen. Bereits in der ersten Runde setzt sich eine vierköpfige Gruppe eine halbe Minute vom Feld ab. Christian Grasmann von WSA Pushbikers Arbö, Matthias Kritzek vom Team Felbermayr Simplon Wales, dazu Lawrence Varbas aus den USA und auch Sigaruchigai von Ljubljana Gusto Xaurum können bis zu 6 Minuten auf das Feld herausfahren. Manuel Bosch nimmt in der zweiten Runde solo die Verfolgung auf, kann jedoch zur Spitze nicht aufschließen. Feld machen zur Halbzeit dann zunächst die Mannschaften aus Polen und den USA mächtig Tempo. Das US-Nationalteam ist gleich mit mehreren WM-Teilnehmern angereist. Der Abstand zur Spitzengruppe beginnt nun zu schrumpfen. Zuerst bildet sich eine 5-fahrerstarke Verfolgergruppe, wenig später schließen weitere 6 Sportler auf. Zu Beginn der 7. Runde beträgt der Vorsprung der Spitze auf die Verfolger nur noch 30 Sekunden. Im Luttengraben ist die Führungsgruppe dann gestellt. 14 Fahrer haben nun knapp 2 Minuten 50 Guthaben auf das schrumpfende Feld. Von den 153 Gestarteten sind zu Beginn der 8. Runde nur noch 63 Radsportler im Rennen. In der Spitzengruppe befinden sich viele bekannte Fahrer, unter anderem Georg Breidler, Matthias Kritzek, Stefan Rabitsch, Georg Zimmermann, Ricardo Zeudler, Benjamin Brickitsch sowie gleich 5 Sportler aus Amerika. In traditioneller Manier fällt in Judendorf-Straßengel die Entscheidung am steilen Anstieg im Luckengraben. Angriff durch Ricardo Zeudl und den Polen Maciej Paterski. Dieser Vorstoß sitzt so richtig. Der Gesamtführende der Bundesliga liegt wieder vorne
Und Ricardo Zeudl hat hier auch einen sehr starken Fahrer an seiner Seite. Paterski konnte bereits die Gesamtwertung der Norwegen-Rundfahrt und auch der Kroatien-Rundfahrt gewinnen. Und was passiert hinter diesem Duo? Die Kontrahenten sind nicht mehr in der Lage zuzusetzen. Zeudl und Paterski enteilen jetzt. Der 32-jährige Pole kann so wie Zeudl auf mehrjährige Erfahrung bei World Tour Rennen verweisen. Er war einige Saisonen lang bei CCC Sprandi und auch bei Liquigas unter Vertrag. Die beiden bringen es auf bis zu 50 Sekunden Vorsprung auf die Verfolger. Diese Gruppe wiederum ist zu Beginn der letzten Runde auf 8 Fahrer geschrumpft und wird bei der letzten Überquerung des Anstiegs im Luttengraben nochmals kleiner. 4 Fahrer sind jetzt noch beisammen. Der Vorsprung der Spitze bleibt konstant bei rund 40 Sekunden. Keiner der beiden Fahrer kann im Anstieg für eine Vorentscheidung sorgen. Zum Abschluss der Bundesliga-Saison wird der Sieg also im Sprint vergeben. Zeudl und Paterski befinden sich bereits auf dem letzten Kilometer. Es ist der Pole, der es zuerst probiert. Bei der 200-Meter-Marke setzt Paterski zum Sprint an. Zeudl kann nichts mehr entgegensetzen. Paterski zeigt hier seine Stärke. Der Topmann aus Polen holt sich den Sieg beim 20. Internationalen Raiffeisen Grand Prix. Zeudl wird mit 2 Sekunden Rückstand Zweiter. Ein mehr als würdiger Abschluss seiner absoluten Top-Saison. 32 Sekunden dahinter kommt Georg Zimmermann vom Tirol Cycling Team auf Platz 3 ins Ziel. Es war für ihn ein sehr schweres Rennen, ein sehr hartes Rennen. Er hat sich lange Zeit mit Ricardo Zeudl duelliert und er hat dann erst gemerkt, wie Zeudl körperliche Probleme gehabt hat, dass er eben dieses Rennen hat gewinnen können. Ich kenne Ricardo Zeudl aus der World Tour. Ich war bei CCC und bei Liquigas und er ist einige Saisonen bei Trek gefahren. Also ich habe ihn schon von vorher gut gekannt. Letzte Frage bezüglich also der WM. Ich bin im WM-Kader, wir sind derzeit aber 10 Fahrer und es gibt noch keine Entscheidung, letztendlich wer dann wirklich bei der WM in Innsbruck am Straßenrennen teilnehmen wird. No, stiamo aspettando ancora. Als Gesamtsieger der ÖRV-Rad-Bundesliga stand Ricardo Zeudl schon vor dem Rennen fest. Der 30-jährige Oberösterreicher und zweifache Raiffeisen Grand Prix Judendorf-Straßengl-Sieger hat diese Jahreswertung nach 2012 und 2013 als erster Rennfahrer nun zum dritten Mal gewinnen können. Ricardo Zeudl, viele Ehrungen heute am Ende einer Saison oder zumindest einer Bundesliga-Saison. Mit welchem Gefühl verlassen Sie denn heute Judendorf? Hätten Sie gerne gewonnen? Wäre es möglich gewesen? Wir bedanken uns. Ich bin mal generell sehr zufrieden jetzt mit dem Rennen heute. Ich war leider ziemlich dehydriert am Schluss und es war eigentlich nicht mehr möglich. Aber ich glaube, ich habe gezeigt, dass ich gut in Form bin und wir auch für die WM fit gewesen, aber okay, aus unerklärlichen Gründen ist es eben nicht so der Fall. Und jetzt bin ich mal froh, dass das heute so gut über die Bühne gegangen ist. Jetzt geht es darum, auch bei Mannschaftszeitfahren nächste Woche eine gute Figur zu machen. Die Generalprobe war ja sehr imposant mit dem Sieg rund um den Attersee. Was ist denn da aus Ihrer Sicht möglich? Ja, jetzt mal wirklich mal, wie du gesagt hast, super Generalprobe. Jeder hat eine super Belastung gehabt das Wochenende, jetzt hat es gut regenerieren und man muss ein wenig die Kirche im Dorf lassen. Also wir schauen, dass wir wirklich auf alle Fälle beste österreichisches Team werden. Und das andere lassen wir uns überraschen. Also gegen die ganz guten Prototeams mit einem anderen Budget haben natürlich auch ein wenig mehr punkto Windkanal und so weiter, wegen Vorteile alles. Aber wir schauen, dass wir so gut wie möglich verkaufen. Das ist einmal das Wichtigste auf alle Fälle. Werden Sie dem heimischen Radsport, sprich Felbermeier, erhalten bleiben im nächsten Jahr? Das werden wir sehen. Also es zieht sich heuer wieder extrem aus, weil eben so viele Teams zugesperrt haben. Es schaut einmal sehr, sehr gut aus, aber dass ich wieder ins Ausland komme. Aber wie gesagt, das kann immer schnell passieren, dass man dann wieder in Österreich fährt. Aber werden wir sehen. Andreas Grossek, es war eine wirklich sehr, sehr bemerkenswerte, sehr gute Saison aus der Sicht der Welser Mannschaft. Würde ich sagen, sind eigentlich Wünsche offen geblieben oder ist eigentlich alles aufgegangen, was Sie sich so im Frühjahr vorgestellt hatten? Naja, Wünsche. Zuerst einmal muss ich meiner Mannschaft gratulieren. Das war das beste Jahr in der Geschichte des Welser Radsports. Also ich muss sagen, wir sind 2013 schon eine super Saison gefahren, aber wir haben das heuer einfach getoppt. Wir haben in Österreich, das kann man wirklich so sagen, dominiert.
Wir haben international von Mai bis Juli die Rennen international dominiert. Wir sind da bei jeder Rundfahrt um einen Sieg mitgefahren und haben sie dann auch gewonnen. Natürlich war eines unserer wichtigen Saisonziele die Österreich-Rundfahrt. Im Nachhinein bei der Besetzung ein fünfter Platz ist für mich gleichwertig wie ein Podium, um ganz ehrlich zu sein. Natürlich könnte man immer etwas besser fahren, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, wir haben uns aus eigener Kraft für die Mannschaftszeit vor WM qualifiziert, was ein großes Saisonhighlight war. Ja, der größte Wermutstropfen für mich ist, dass der Ricky nicht bei der WM startet. Jetzt ist die Frage, strebt man nach Höherem oder anders gefragt, wird die Mannschaft im Großen und Ganzen nächstes Jahr gleich ausschauen wie heuer? Ja, wir haben noch zwei große Fragezeichen. Das ist der Ricky Zeudler und der Stefan Ravitsch. Die sind beide noch in Gesprächen mit internationalen Teams höherer Ligen. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir wollen jetzt da uns nächste Woche rein auf die WM vorbereiten. Das heißt, wir werden nächste Woche keine Gespräche führen. Aber nach der WM ist es da soweit, da müssen alle die Karten auf den Tisch stecken. Sie sind für uns zwar wichtige Bausteine für die Zukunft. Ich wäre natürlich nicht beleidigt, wenn sie bleiben könnten. Aber ich würde es auch mehr als viel verstehen, wenn sie die Chance im Ausland wieder nutzen würden. Der Endstand in der Einzelwertung der ÖRV-Rad-Bundesliga 2018 nach 9 gefahrenen Rennen. Ricardo Zeudl gewinnt mit 1132 Punkten, souverän vor Lukas Schlemmer mit 889 und Stefan Rabitsch mit 877 Punkten. Alle vertreten sie das Team Felbermayr-Simplon-Wels. Bester U23-Fahrer wird Tobias Bayer vom Tirol Cycling Team mit 305 Punkten. Tobias Bayer ist bester U23-Fahrer in der Bundesliga geworden. Möchten Sie auch einmal dort stehen, wo Ricardo Zeudl heute gestanden ist? Ja, sicher. Ich glaube, das ist für jeden Radsportler in Österreich ein Ziel. Gerade als Nachwuchsfahrer. Und das spannt dann natürlich sehr an. Sie haben jetzt noch ein Ziel, das ist das Mannschaftsrennen mit der Mannschaft im eigenen Land. Sollte eigentlich ein Highlight sein, oder? Genau, also auf das freuen wir sich alle schon richtig. Und vor heimischer Kulisse in Tirol als Tirol Cycling Teamfahrer, das ist wunderschön. In der Mannschaftswertung gewinnt Felbermayr-Simplon-Wels mit 200 Zählern, vor Hrinkhoff-Advarix mit 152 und dem Team Vorarlberg-Santig mit 142. Die ÖRV-Rad-Bundesliga 2018 ist nun Geschichte und das Team von InVideo bedankt sich für die zahlreichen positiven Reaktionen. Bis zum nächsten Mal.